Ich bin der Helge Bayer von Rapid, Tormann und ja. Jetzt auch an Sie dieselbe Frage wie an die Kollegen. Wie fühlt man sich an einem Tag wie heute, wo man sozusagen als Rapidler violett trägt? Naja, es ist ja, man muss auch im Hintergrund wissen, man muss wissen, warum macht man das. Und für den Verein vom Purple Sheep ist man einfach gerne dabei, weil man weiß, dass da viele Kinder und Erwachsene abgeschoben werden, die komplett integriert sind. Und ja, da ist man einfach mit dem Herzen dabei. Jetzt viele Ihre Kollegen haben gesagt, also Sie haben, also viele, also einige Ihrer Kollegen haben gesagt, Sie haben das heute sozusagen das erste Mal so richtig mitgekriegt, dass es so Zustände in Österreich gibt. Wie sehen Sie das? Ich habe es heute das erste Mal gesehen, habe aber in den letzten Wochen und Monaten viele Geschichten gehört und mir ein bisschen auch eingelesen und mich erkundigt, was da wirklich passiert. Und umso schöner ist, dass ich heute einmal da sein kann und das Ganze vor Ort zu sehen. Jetzt Fußball überwindet Grenzen, sagt man. Ja. Wie fühlt man sich eigentlich sozusagen, wenn man sozusagen auf der einen Seite Grenzen überwindet und auf der anderen Seite merkt, wie nahe eigentlich an Grenzen kommen? Naja, Fußball ist halt Multikulti, wenn ich mir überlege, mit was für Mitspieler ich zusammenspiele. Und da sind Türken dabei, da sind Albaner dabei, die mit uns spielen, und wenn der ein Tor macht, da freuen sich alle, und da werden auf einmal Kinder abgeschoben, die schon lange bei uns sind. Werden Sie mit Ihren Kollegen, mit Ihrer Umgebung, mit Ihren Fans über diese Problematik sprechen? Ja, natürlich. Haben wir ja schon gemacht, sonst wären wir ja nicht so zahlreich da. Und es wird sicher ein Thema auch werden bei uns in der Mannschaft, und es ist es auch eigentlich schon länger. Okay, ich danke für das Interview. Gerne.